Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16 Karriere. Na Leute, ich heiße euch herzlich willkommen nach diesem letzten Wochenende, an dem wir uns gesteigert haben im Gegensatz zum ersten. Haben erst gegen SBR die Europa League klar gemacht, dann gegen die Bayern auswärts in München ein 0-0 geholt und leider knapp zu Hause gegen Dortmund mit 2-1 verloren. Heute aber steht das erste Gruppenspiel in der Europa League an. Wir spielen, ja, international, Leute, zum ersten Mal, und zwar wird es irisch, denn... Irisch? Ich glaube irisch? Ich glaube irisch oder schottisch. Verdammt! Ich hab's vergessen. Wir spielen auf jeden Fall gegen St. Johnstone FC. Also auf jeden Fall ein Club von der Insel. So viel kann man sagen. Und ich schaue mal, wie wir das Ganze angehen. Vorne drinnen natürlich Jamie Vardy zusammen mit Uja oder... Nein, komm, Johansson. Uja auf die Bank, Ceballos über links. Bargfrede defensiv, Bartels rechts auf jeden Fall. Das ist ganz klar, Bartels spielt so gut momentan. Defensiv Lukimia und Tinjedwai. Wir hatten die beiden, glaube ich, ne? Caldirola hatten wir nicht dabei. Caldirola geht auf die Bank für Galvez. Sternberg raus, dafür kommt Munirberg mit. Der wäre, glaube ich, ganz wichtig. Kobylanski. Und dafür nehmen wir... Komm, wir nehmen den Ihenacho mit, und für Uja kommt dann dafür Yildirim mit rein. So, das sind die Jungs, die uns heute begleiten werden, mit denen wir versuchen, ja, diese Mannschaft von der Insel, ich weiß es nicht. Verdammt. Ich weiß es nicht, ob es schottisch oder irisch war. Ich glaube irisch. Moment, das kann ich ja mal schnell nachgucken. Das ist ja schnell gemacht. Moment. Wir haben ja einen kurzen Ladebildschirm. St. Johnstone. Na, suchen. Der eine oder andere weiß es von euch. Es ist die schottische Liga. Ein schottischer Club aus der, ich glaube, muss ja erste Liga sein. Aus der ersten Liga, gegen den wir uns heute versuchen. Europa League, St. Johnstone gegen Werder Bremen an der Court Lane. Da bin ich extrem gespannt, was das heute wird. Da bin ich richtig gespannt. Erstes Mal Europa League. So richtig. Gruppenphase. Zweiter gegen Vierter aktuell. Kein Team hat gespielt. Wir sind in Gruppe K, also in der letzten Gruppe. Sprich, die letzten, die spielen. Die anderen hätten wir eigentlich schon die Ergebnisse schauen können. Haben wir nicht getan. Soll uns auch erstmal egal sein, denn wir konzentrieren uns auf uns. Und er muss sich besonders konzentrieren. Slavko Janosevic, heute Spieler im Fokus. Unser Offensivstratege. Hier im Bild, 28 Jahre. Klasse Mann auf jeden Fall. Das ist St. Johnstone mit Manus, Shaughnessy. Hinten drin Hegesi, Anderson, Easton, Craig, Davidson, Caddis, Witherspoon, Sutton und McLean. Das ist das Schiedsrichtergespann. Und das sind unsere Jungs. Und ich würde sagen, mit diesem Einblick starten wir rein ins Spiel. Und ich habe natürlich wieder Wolf vergessen. Ach Mann. John Sutton, 32 Jahre, Stürmer, Anstoß für uns. Los geht's, Leute. Europa League in der Gruppenphase. Wir konnten ja schon Europa League Luft schnuppern. Aber das war ja auch nicht so richtig das Wahre. Das war ja Qualifikation. Da hieß es ja noch Bangen. Und heute sind wir, ja, qualifiziert und können jetzt zum ersten Mal hier richtig aufspielen. Johansson. Der klingt da fast wie Johnstone. Johansson, super gemacht. Jetzt kommt die Flanke. Aber Shaughnessy ist da, klärt zum Eckball. Zum Eckball. Da haben wir Dani. Schöne Flanke! Johansson, Direktabnahme. Kann er besser. Transfer bestätigt. Wissen wir schon lange. Christian Eriksen wechselt zu Atletico Madrid.
Abschluss nun für unsere schottischen Freunde. Ich bin Team Jetwei. Ich will nicht Jetwei sein. Komm schon. Und haben wir nicht? Haben wir doch Dani. Garcia. Bergfried. Oh, der war gut. Jamie Vardy. Bartels. Super gesehen von Bartels. Und das ist Jonosovic und Abstaubertor. Aaron Johansson. 1:0. Wir führen. Schön gemacht, Jungs. Hier Bartels mit dem Chip. Dann Jonosovic. Keeper kann halten. Aber nur zur Seite. Genau vor die Füße von Aaron Johansson. Ablocken. Und es steht 1:0. Unser erstes richtiges Europa League-Tor. Aaron Johansson. Zweites Tor für ihn in der Europa League, logischerweise. Hat schon zuletzt eins gemacht gehabt. Und die Schotten jetzt natürlich ein bisschen verunsichert. Dani. Vardy. Das ist Jonosovic. Johansson. Will den dann noch rüberkriegen auf Jonosovic. Klappt nicht. Konterchance jetzt für McLean, Sutton und Co. Vorsichtig, unten. Wotherspoon kann da an Garcia vorbeirennen. Das ist jetzt mal eine gefährliche Chance, aber das ist einer für Team Jetwei. Den würde ich gerne richtig schön aufbauen, dass der sich da hinten in der Abwehr festsetzt. Dani. Vardy mit dem Chip. Bartels und Mernes. Ich hätte nochmal auf Jonosovic spielen können. Schade. Normaler gut gemacht. Starker Schuss, aber Keeper pariert. Richtig gut. Nächste Ecke, das ist wieder Dani. Der kann flanken. Aber nicht so. Der war ein bisschen zu weit. Schade. Schade, schade, Schokolade. 16 Minuten gespielt. Abstoß. Mannes. Na, komm schon. Crack. Das macht der gut. Geht da vorbei. Wir sind aber dran. Bartels. Freistoß. Schiedsrichter sagt Freistoß. Ist okay. War jetzt nicht unbedingt nötig, gerade bei internationaler Härte, aber kann ich mitleben. Freistoß nicht schlecht. Abstoß für Felix Wiedwald. Ich hätte gern Wolf spielen lassen. Ah, es ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Vorsichtig. Rauf da, Wotherspoon. Der hat mir da immer zu viele Freiheiten bisher. Kann wieder laufen. Flanke in die Mitte. Wiedwald ist da. Zum Glück. Jonosovic abgelegt. Dani. Bargfrede. Jonosovic. Jonosovic schickt Vardy. Und oh, der Mann von der Insel, der noch nicht gegen die Mannen von der Insel getroffen hat. Bartels. Jonosovic. Klasse. Johansson. Ah, oh, Gatzi dazwischen. Das hätte eine starke Chance werden können, aber noch passen sie auf. Noch lassen sie noch nicht so richtig viel zu. Wotherspoon, klasse von Jetwei. Starker Körpereinsatz da. Jonosovic. Bartels. Ah, Caddis. Dazwischen, die gehen gut drauf, aber ob sie das Tempo lange so mithalten können, ist halt die Frage. Oh, super gemacht von Jonosovic. Was war das denn? Böses Foul eigentlich. Von hinten rein. Aufstehen, Bartels. Dankeschön. Geht weiter für Bartels. Das ist wichtig. Der Mann ist momentan Gold wert. Vorsicht, Easton. Flanke in die Mitte. Garcia ist da. Das geht hoch und runter hier. Das macht richtig Spaß beim Zugucken und Spielen vor allem. Jonosovic. Jonosovic zieht vorbei. Jonosovic, Konzentration, Jonosovic, Flanke in die Mitte, Mannes ist da, hat den abgefangen. Und es geht gleich wieder in die andere Richtung, Jetwei kann den abblocken, sehr gut. Vardy, super, Jonosovic, Bartels, hallo, hallo. Johansson wollte dann da nicht ran, schade. Das macht hier richtig Spaß, ich bin gerade richtig motiviert FIFA aufzunehmen. Und läuft bisher auch gar nicht so schlecht. Wir sind immer wieder nach vorne in Angriffsposition.
können uns Chancen erarbeiten. Klar, so richtig was Starkes war noch nicht dabei, außer halt dieses erste Tor, dann noch die Chance von Bartels. Aber so richtig phänomenal stark war das noch nicht. Gut, wir spielen international. Da sind die Teams ein bisschen härter. War die... Es sind so die Kleinigkeiten. Zum Beispiel da, wenn man da mal den Ball behält, wäre das ganz gut gewesen. Jetzt gibt es die Verwarnung für Brian Easton. Gelbe Karte. Absolut zu Recht, meiner Meinung nach. Und jetzt Jonosovic, wenn er den schnell spielt. Auf Dani. Schade. Aber wir haben den noch. Garcia. Ach, was war das denn? Der wollte den Ball zu dicht vors Tor bringen. Das haben sie gut gemacht. Sutton jetzt am Ball. Sutton gegen Jedwa. Jedwa gegen Sutton. Flanke in die Mitte. Und Wiedwald ist da. Huiuiuiui. Einmal ganz tief durchatmen. Dani. Garcia. Super gesehen. Von Dani. Jetzt Garcia, der irgendwie jetzt schon nicht mehr fit ist. Flanke abgeblockt. Einfach weil der nicht mehr die Power hat. Warum auch immer. McLean. Einmal abgeräumt. Ich glaube, es war Garcia. Es gibt auch hier den gelben Karton. Santiago Garcia, gelbe Karte. Muss jetzt natürlich aufpassen. Flanke nochmal in den Strafraum. Das ist unser Johansson. Geht da noch was? Nein. Halbzeit. Wir führen mit 1:0. Kann gerne bis zum Ende so bleiben, hätte ich nichts gegen. Aber es war eine interessante erste Hälfte auf jeden Fall. Und wir schauen mal. Milan führt 2:0 gegen AZ Alkmaar. Leverkusen 1:0 gegen Lech Posen. Arsenal führt 2:0 gegen die Young Boys aus Bern. Liverpool 2:0 gegen Standard Lüttich. Sevilla 2:0 gegen Rosenborg. Valencia 2:0 gegen Panathinaikos. Also sie führen alle relativ gut. Lazio 1:0 gegen Vitesse Arnhem. Boah, wir haben noch Neapel 2:0 gegen PAOK Saloniki. Hoffenheim 1:1 gegen Shamrock Rovers. Hatten wir nicht noch mehr deutsche Vertreter? Aber die haben wahrscheinlich alle schon gespielt. Gut, ich würde sagen, wir warten nicht lange, sondern gehen sofort rein in Halbzeit 2. Anstoß diesmal für St. Johnstone, für die Schotten, die hier ganz gut spielen. Das war klasse von Johansson. Bargfrede. Jetzt einmal Jonosovic, Vardy schicken. Der ist schnell. Vardy. Jamie Vardy. Ach Gott. Das war peinlich, lieber Vardy. Das war kein Pass, das war ein Pässchen. Und der war auch nicht so nötig, den so schnell zu verlieren. Garcia. Ah. Kedis. Menes. Anderson. Das war Bartels. Nächste Partie für uns geht dann in der Bundesliga gegen Kaiserslautern. Das wird interessant. Der zweite Aufsteiger. Der erste hat uns ja mal richtig schön verprügelt. Mit Freiburg. Komm schon, rauf da. Ach Mann. Wir kriegen noch nicht so richtig den Zugriff. Also es geht ganz gut, aber geht besser. Die wehren sich noch. Johansson. Bartfrede Vardy. Bartfrede und jetzt Dani. Wieder einfach abgeblockt. Bartfrede jetzt mal. Bartfrede auf Jamie Vardy mit links die Flanke. War nicht schlecht, aber Menes ist da. Sutton. Konterchance jetzt für unsere Gastgeber hier. Aber das war klasse gemacht von Garcia. Das war eben das, was ihn auszeichnet. Das direkte Duell. Da ist er nämlich noch richtig stark. Laufduelle sind nicht unbedingt mehr seins, aber alles andere kann der Mann immer noch hervorragend. Johansson, lauf bitte, Dani. Dankeschön. Das sieht ganz gut aus. Dani. Dani. Zu viel Gefummel. Das ist jetzt die Chance.
Das war eine Riesenchance. Garcia gibt Einwurf für. Erstmal auf Gelb für Bartes, natürlich. Wahrscheinlich die gelbe Karte, der Einwurf für die Gegnerwechsel. Und Einwurf für St. Johnstone. Regazzi. Shaughnessy. Zu viel Platz, Leute. Oh, der Pass gut, aber da ist keiner in Position gewesen. Glück. Garcia. Bargfrede. Chip. Super gemacht. Die Gebrisse. Lassi weiter auf Jamie Vardy. Jamie Vardy. Das macht er jetzt mal stark. Jetzt die Flanke in die Mitte. Das ist noch einer für Aaron Johansson. 2-0 für Werder Bremen. Richtig gut. Hier die Flanke von Vardy vor Bayern Junosevic und dann macht er das eiskalt, ganz cool hinter den Armen und schiebt den da oben rein. Vorbei am Keeper, vorbei am Verteidiger zum 2-0. Drittes Tor für ihn in der Europa League. Sehr schön, Leute. Und wir wechseln jetzt mal. Wir führen mit 2-0. Wir können Vardy mal auswechseln. Das tut ihm, glaube ich, ganz gut. Bring ihr Nacho. Munir für Ceballos und für Bartels bringen wir Yildirim. Ich erwarte von Yildirim mal wieder so eine Leistungsexplosion. Er hat leider nicht mehr das gezeigt, was er mal gezeigt hat. Nämlich diese starken Leistungen. Aber mal gut. Vielleicht wird das ja noch. Vielleicht kommt ja seine Stunde in dieser Saison auch noch, in der er sich wieder durchsetzt. Jetzt Munir zum ersten Mal am Ball. Garcia. Oh, der war ganz schlecht. McLean, vorsichtig. Vorsichtig, McLean. Lukemia ist da. Stark. Yildirim. Johansson macht das stark. Ach, läuft er nicht weg. Iheanacho. Jonosovic. Jonosovic, ah, der Chip war zu kurz und zu flach. Schade. Vorsichtig, vorsichtig. Sutton. Einmal nach ganz oben. Garcia ist da. Das ist unser Stark. Jetzt die Chance für Jonosovic. Leute, hallo. Yildirim. Yildirim. Yildirim setzt sich durch, aber dann irgendwie doch nicht. Schade. Nächster Einwurf für uns. Gebre Selassie, Iheanacho, Yildirim. Ach, komm schon. Komm, jetzt hol dir den, Mann. Ah, Ball nach unten, das ist Craig. Das ist Anderson. Im Laufduell da mit Lukin. Ja, Flanke in die Mitte. Wiedwald ist da. Johansson ist auch da, sehr schön. Und Iheanacho. Iheanacho auf dem Weg zum 3:1. Yes! Kidashi Iheanacho mit dem 3:0. Erste Partie für ihn in dieser Saison. Und auch gleich das erste Tor. Hat er schön gemacht, setzt sich durch, kann laufen, schiebt ihn dann vorbei am Keeper. Zack, mit dem schwachen Rechten. Stark gemacht. Vorbeigespitzelt. Und wir führen mit 3:0. Johansson und Iheanacho. Starkes Spiel unserer Jungs. Aber gut, St. Johnstone nicht unbedingt der Weltklasse-Gegner, wie zum Beispiel Arsenal, die dann am dritten Spieltag folgen. Janosevic. Das ist jetzt Yildirim, Yildirim, 4-0, jetzt läuft's. Das habe ich nämlich erwartet, dass die irgendwann nicht mehr mitmachen können, was die Geschwindigkeit und die Ausdauer angeht. Und die dann hinten, dann machen wir es 2-0 und dann brechen die hinten zusammen. Das war zu erwarten und genauso ist es gekommen. 4:0 durch Yildirim. Hast du dir auch verdient, Junge. Hast du dir verdient.
Vielleicht bringt ihn das ja wieder zurück in die Spur. Özcan Yildirim, erstes Tor in der Euroleague. Sehr gut. Wir fangen auf jeden Fall mit einem starken Spiel an. Gehen gut rein in die Europa League. Ziel ist ja, laut Vorstand, die Gruppenphase zu überstehen. Jetzt nochmal Johansson. Johansson, schade. Easton holt sich den. Wir haben noch eine Minute Zeit. Ungefähr. Plus Nachspielzeit, die auch nochmal 2-3 Minuten sicherlich andauern wird. Garcia lässt da den Angreifer laufen. 2 Minuten, ja. Zinjetwal holt sich den. Das ist doch scheiße. Uiuiuiui. Felix. Jetzt Iheanacho schickt nochmal Yildirim. Yildirim, schade. Regazzi. Und aus. Ende. Vorbei. 4:0 gewinnen wir den ersten Spieltag der Europa League. Und ich bin absolut zufrieden. Ein Sieg musste her, ein Sieg ist da. 2 Chancen für St. Johnstone. 10 für uns, 9 davon aufs Tor. Johansson natürlich bester Mann, 9,6 Bewertung. Wiedwald hatte nicht viel zu tun. Gut, das eben gerade war sehr gewagt, möchte ich sagen. Aber alles gut gegangen. Wir haben zu 0 gespielt. Arsenal ebenfalls ein 4:0 zum Auftakt. Also wir liegen da mit den Londonern gleich auf. Müssen dann in der nächsten Partie gegen die Young Boys aus Bern in der Europa League. Da bin ich auch mal gespannt, was das wird. Haben noch Akteure aus Frankreich. Und ich muss mich immer noch um Felix Groß kümmern. Natürlich. Nationaltrainer fährt von Paraguay. Aber da bedanke ich mich und sage nein. Ich bin erleichtert. Trainer, ich kann nicht leugnen, dass ich wirklich Angst hatte, sie würden planen, mich zu ersetzen. Jetzt ist mir klar geworden, dass ich mich einfach von den Spekulationen in den Medien habe irren machen. Danke für ihre Geduld und dafür, dass sie mir versichert haben, dass an den Gerüchten nichts dran ist. Ja, du wirst ersetzt. Wir schauen mal. Gehen mal noch rein schnell. Gucken, das ist die Tabelle. Stehen aktuell auf Platz 17. Stehen natürlich nicht gut da, aber das wird sich alles hoffentlich noch bessern. Wir hatten jetzt große Gegner. Zuletzt mit Bayern und Dortmund. Da bin ich ganz guter Dinge, dass sich das noch ändern wird. Also, in der Europa League Gruppe A, Athletic Bilbao vor Hoffenheim. Gruppe B, Liverpool vor Trabzonspor. Lazio vor Saint-Étienne in Gruppe C, in Gruppe D Southampton vor Lille, Gruppe E Neapel vor Lyon, Gruppe F Sevilla vor Braga, Gruppe G Mailand vor Krasnodar, Gruppe H Bayer Leverkusen G vor Rapid Wien, Gruppe I Galatasaray vor Lokomotive Moskau, Gruppe J Valencia vor Gyurmares, RB Salzburg letzter. Gruppe K, das ist unsere letzte Gruppe. Arsenal, punktgleich. Vor Werder Bremen, also punktgleich mit Werder Bremen und torgleich auch. Und Gruppe L, Newcastle vor Sporting Lissabon. In der Champions League, gucken wir uns das auch noch gleich an, haben wir in Gruppe A Barcelona vor Wolfsburg, Juventus vor Benfica, Porto vor Bayern, Respekt, Porto vor Bayern 3-1 gegen Celtic gewonnen und Bayern 2-0 gegen Villarreal. Gruppe D, Atletico vor Kopenhagen und Chelsea auf Platz 3, haben verloren 2-1 gegen Kopenhagen. Nicht schlecht, Real Madrid in Gruppe E vor Besiktas und in Dortmund auf Platz 3, haben wahrscheinlich gegen Besiktas verloren, die haben gegen Besiktas verloren, nicht schlecht beschickt aus. Gruppe F, Zenit St. Petersburg hinter Manchester City. Gruppe G, Man United vor der Roma. Auf Platz 4 Schalke verliert 4:1 gegen Manchester United. Und Gruppe H, da haben wir Paris Saint-Germain vor Inter Mailand und dahinter Tottenham Hotspurs. Gut, wir haben gut gestartet in die Partie, in die Europa League Saison und ich bedanke mich daher fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es dann morgen gegen Kaiserslautern geht, der zweite Aufsteiger, die genau hinter uns sind. Also dann müssen wir gewinnen, sonst, ja,
ist hier ganz schön die Kacke am Dampfen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Reus, Lewandowski und Partuch, die Top-Torjäger, ganz normal, 6, 5 und 4 Tore. Mal gucken, was das wird. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Und auch über ein Abo, das würde mir sehr helfen und ihr verpasst nichts mehr, was bei mir auf dem Kanal passiert. Ist natürlich alles kostenlos, wisst ihr ja. Ihr kennt doch YouTube. Also, wir sehen uns morgen hoffentlich. Bis dahin, Leute. Ciao.